So. Bum, 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 bum. Ja, da hat er geknickt. So. Muss ich mich noch beschäftigt stellen. Beschäftigt. So. Was schreibt ein Schätzerat noch? Das kommt auch mal weg. Papierkorb entleert. Ah, da. Moin, hallo. Hoffen mal, dass es heute bei dir ordentlich funktioniert. Wir spielen jetzt erstmal noch ein bisschen Planescape, dass wir da auch nicht mal vorwärts kommen. Wir hängen da schon so lange dran, jetzt auch schon wieder 16 Stunden. Nee, 16? Warte mal kurz nachgucken. Ich muss ja eh Long the Beach starten. Ja, Matze nimmt gerade Dingens auf, wie heißt Link to the Past, ein Stream-Projekt. Also das heißt, der streamt das und ist ein normales Let's Play-Projekt, aber der streamt das und blendet den Chat dabei ein. Und ja, und nimmt da gerade noch Franzi mal Pizza. Moin, moin Franzi, hallo. Dachte nicht, dass eine von Matze hier gleich hier rüberkommt. Ich wissen, der streamt doch gerade noch oder nicht. 14,5 Stunden schon Planescape Torment und wir sind noch nicht allzu weit in der Hauptstory. Super toll, hey. ach halt, ich muss noch den Desktop umstellen. Das Spiel mag ja, warte, es leckt gerade wieder. Also es, ich stelle so lange mal kurz den blöden Desktop hier ein. Dann habe ich jetzt auf 16. Nee, das ist richtig. Ist das richtig? Doch, 16-Bit ist richtig, ne? 16-Bit ist, glaube ich, richtig, genau. Es leckt gerade wieder. Das finde ich mal wieder richtig geil. Irgendwie bin ich auch immer der Einzige bei Chesra, bei dem es leckt. Alle anderen Streamer haben kein Problem. Bloß bei mir leckt es bei ihm. Es ist... Ach, ich muss noch... Hier meine anderen Programme starten, habe ich voll vergessen. SNES noch und SMG. Na komm. So, 3 Minuten. Schaffe ich das jetzt noch? Ja. Ja, so. Gut. Dann das Spiel noch hinzufügen. Window Capture. BST. Ja, ich mache das immer ein bisschen unvorbereitet. Ich bereite das alles nicht vor, aber. Ja, was soll's. Nein, ich wollte das nicht verschieben. Mensch, ich bin voll verklickt hier. Na, mal sehen, wann, wie lange Matze es noch aufnehmen will. So, jetzt aber. Jetzt geht's einigermaßen, Baby. Keine Ahnung, warum das bei dir so leckt. Ey, der Hund draußen, ne? Der Hund, der bellt schon wieder, ey. Was geht denn mit dem Hund ab? Ja, das frage ich mich auch gerade. Schön, dass ihr das auch hört, nicht? Das ist für mich relativ. Ja, ist das leise? Leise ist es auch nicht so sehr, aber. Naja. So, genau, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben bei. Wie hieß der Typ? Ojo, oder wie ich ihn ausgesprochen habe. Was ich jetzt noch machen wollte. Also. An Franzi, das ist hier gerade der. Norton, ja, CPU wird stark beansprucht. Das ist mir doch egal, ob die CPU. Ich wollte nicht wieder rein. CPU stark beansprucht wird. Das ist mir doch gerade egal. Das ist Planescape Torment, das ist ein Dungeons and Dragons Spiel. Spielt aber in einer Parallelwelt, was in einer Parallelwelt, zu einer. Ja, doch, eigentlich ist Parallelwelt das richtige Wort dafür. Parallelwelt zu Ferun, also hier den vergessenen Reichen, bei das Geld und so weiter. Hat aber dasselbe Regelwerk, hat, glaube ich, das Regelwerk von Baldur's Gate, also der. Zweite oder die dritte Edition von Dungeons and Dragons, bin ich hier richtig? Ja. Ich will nämlich jetzt noch eine Nebenquest machen, die ich... der Typ hat mich gerade geblockt, was soll denn der Mist? Alter. Ja. Spielt, wie gesagt, in der Parallelwelt. Zu den Spielen. Zu den vergessenen Reichen. Wo Baldur's Gate spielt, Icewind Dale, Neverwinter Nights und so weiter.
Und wir spielen den Namenlosen. Der Namenlose ist vor einiger Zeit in der Leichenhalle aufgewacht. Das ist so ein Ort von den Staubmenschen. Die Staubmenschen sind in der Welt so ein Bund, die sowas wie die, ja, Totengräber, sag ich mal, ja, Totengräber ist eigentlich schon das richtige Wort. So eine Art Totengräber sind für die Welt hier. Die ja verbrennen halt in ihrer Leichenhalle die Toten und haben auch so Todesverträge, mit denen sie dann die Leute, wenn die gestorben sind, als Zombies wiedererwecken können oder als Skelette. Also die dann halt als Arbeiter missbrauchen dürfen. Es ist ein sehr textlastiges Spiel. Ein wirklich sehr textlastiges. Ich habe jetzt, wie gesagt, wie viel lange habe ich schon gespielt? 14,5 Stunden. Ups. 14,5 Stunden und habe bisher nur Nebenquests gemacht und habe kaum die Hauptquest so richtig weiterbekommen. Aber mich stören tut das nicht. Kann ich auch verstehen, wenn für einen das Spiel nichts ist, was wirklich sehr viel Text ist, weil ich auch wirklich sehr viel vorlesen muss. Ich kann das Spiel meistens auch nur eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde am Stück spielen, dann wird meine Stimme schon ziemlich... Schon gut. Weil es ja wirklich massig Text ist. So, ich suche gerade jemanden... Schlandrani, wo läuft denn die rum? Ich suche eine Tusse, die so rumrennt. Frau, die rumrennt. Ingress, da bist du doch, genau, die habe ich gesucht. Ingress. Die habe ich gesucht, weil da hat nämlich auch noch eine Nebenquest für uns. Und da, die können wir nämlich auch gleich erledigen. Da weiß ich, wie die funktioniert. Du siehst eine ausgezehrte, in Lumpen gekleidete Frau mit extrem dunkler Gesichtsfarbe. Ihre Haare sind schmutzig und zerzaust. Hat die wirklich... Ja, der hat sogar eine dunkle Hautfarbe auf dem Sprite. Ihre Arme sind volle Verbrennungen und die rechte Hand sieht aus wie ein Wachsklumpen, der bei großer Hitze zerschmolzen ist. Ich verlese mich auch gerne abends mal. Naja, sei gegrüßt. Okay. Was willst du von mir? Die Frau spricht mit einem starken Akzent. Ach du Scheiße, den kann ich doch nicht nachmachen. Und da hast du Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Wie soll ich das beschreiben? Was für ein Akzent? Russischen? Oder was auch? Oder englischen Akzent? Einen amerikanischen Akzent? Keine Ahnung, ich kann keine Akzente. Deswegen probiere ich das auch jetzt nicht aus. Wisst ihr, dass ich hier verdufte? Kann ich nicht. Also bleibe ich hier. Kann ich. Hast probiert. Das ist keine Stadt, sondern ein riesiges Gefängnis. Ach, stimmt ja. Es ist, am Morgen, Gameboy und Korax, hallo. Und Chester ist gerade rausgeflogen und Franzi ist wahrscheinlich auch gerade weggegangen. Okay. Oder wie auch immer, vielleicht auch rausgeschmissen worden. Moin, ihr beiden. Ja. Stimmt ja. Das ist ja, die meint jetzt die Brutale, glaube ich, mit dem riesigen Gefängnis. Ein riesiges Gefängnis? Gibt Welten, gibt. In ihren Augen funkelt der Wahnsinn. Ebenen aus Treibsand, Felder mit dorstigen Nesseln, unsichtbare Welten, wo deine Knochen Leben und Hass gegeben wird, Städte aus Staub mit Menschen aus Staub, die Asche flüstern, das Haus ohne Türen. Das Haus ohne Türen? Das Haus, was Verrückte macht. Das Land der Schattenlichter, die singenden Winde, die singenden Winde. Sie beginnt leise zu schluchzen, aber sie scheint keine Tränen mehr zu haben. Und Schatten, die furchtbaren Schatten sind dort. Blub, blub. Und da waren sie wieder, da, Baby. Wo sind denn diese Orte? Wo sie sind? Wo diese Orte sind? Ich kann übrigens keine Frauenstimmen. Sie fährt mit ihrer rechten Hand durch die Luft und zeigt ihnen die Stadtlandschaft. Ist alles hier. Türen, Türen, einfach überall. Türen? Ich habe übrigens keine Ahnung, was die Betonung zwischen dem und dem der Unterschied ist, wie man das unterschiedlich betonen soll. Weil das ist eigentlich auch so ein halt was deutlich betonen und so. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Du weißt das nicht? Sie blinzelt dich an und beginnt mit klappernden Zähnen zu erzählen. Also ich sag dir nur, hüte dich vor jedem Ort, durch den du gehst oder den du in dieser dreimal verfluchten Stadt berührst. Türfetischist. Türen, Tore, Bögen, Fenster, Bilderrahmen, der offene Mund einer Statue, der Platz zwischen Regalen. Hüte dich vor jedem Ort, der an allen Seiten geschlossen ist. All das sind Türen zu anderen Orten. Wie meinst du das? Jede Tür hat einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel kannst du ihre wahre Natur erkennen. Warte mal, ständig aufstoßen gerade. Ist das schlimm heute?
Ein Bogen wird zu einem Portal, ein Bilderrahmen wird zum Portal, ein Fenster wird zu einem Portal und alle können dich irgendwohin befördern. Die Dinger holen dich einfach von der Bildfläche. Sie hebt den Stumpf ihrer rechten Hand. Und Möcher nimmt sich das, was auf der anderen Seite ist, ein Teil von dir als Cent. Oder, nee, Zehnt. Zehnt oder Cent? Nee, Zehnt. Keine Ahnung. Wie Bildschasser. Was für Schlüssel. Die Schlüssel, von denen gibt es so viele, wie es Türen in der Stadt gibt. Ist das, das soll wieder... Okay, jetzt bin ich auch vollständig da. Hallo, Gameboy. Die Schlüssel, von denen gibt es so viele, wie es Türen in der Stadt gibt. Hoffentlich funktioniert es bei Schätzerei jetzt auch. Das würde mich jetzt wieder ärgern, wenn der wieder Lecks ohne Ende kriegt. Und da ist er wieder weg. Ich habe einen großen Skype. Wir wissen, was hier los ist. Ups. Schon wieder. Suche der Lex. Das ist ja schlimm hier. Ist ja schlimm, wenn im Mod. Wenn ich eins ist ein Mod, weil ich kann mich auch nicht um alles kümmern, wenn irgendwelche bescheuerten Bot-Leute reinkommen oder so, die hier irgendwie mit irgendwelchen Steam-Über-Bots rumwerfen wollen. Und dann der Mod nicht da ist. Naja, das ist so beschissen teilweise. Ich weiß nicht, was das ist. Scheißra hat nur bei mir derbst Probleme. Seit neuesten irgendwie. Ja, Korax doch nicht. So, Scheißra. Ja, irgendwie schon. Ja. Leute, sollen das? Ist ja schlimm. Für mich bessert sich das noch. Jede Tür ein Schlüssel, jeder Schlüssel eine Tür. Ihre Zähne beginnen wieder zu klappern, als würde sie frieren. Und ein Schlüssel ist alles Mögliche. Kann ein Gefühl sein, ein Nagel, den du zwischen Zeigefinger und kleinen Finger hältst, ein dreimal gedachter Gedanke, der nochmal rückwärts gedacht wurde, oder auch eine Glasrose. Korax, den schätze ich noch. Hashtag Clan ist modlos. Was? Pipi Yami? Keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Hallo, willkommen im Stream. Sind gerade ganz schön viele Leute und Gamer wurde gerade rausgeschmissen, denke ich mal. Oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche sehr viele Leute bei meinen Stream rausgeschmissen werden, periodisch. Und dass die solche Probleme kriegen mit den Rucklern. Krohax nicht so sehr. Gestern hatte er ein bisschen Probleme wegen seinem Handynetz. Ansonsten hat der kaum Probleme. Gameboy habe ich auch das Gefühl manchmal, dass der immer mal rausgeschnitten wird aus dem Chat. Chesra hat seine neuesten Probleme. Sag mal, Chesra, das war doch. Und da ist Jami weg, okay. Und da ist Gameboy wieder. Hallo. Weiß nicht, ob du mich jetzt hörst. Seit wann ist denn das? Seitdem wir von. Ich habe nie Probleme mit deinem Stream. Ja, das ist es ja. Aber die anderen immer. Und das ärgert mich. Wenn es bei mir zickt, ist mein Handynetz schuld. Ja, genau, das meinte ich ja vorhin. Und das ist einfach, ich habe keine Ahnung, warum das liegt. Ich weiß nicht, wenn, dann müssen wir uns vielleicht mal an den Twitch-Chat, Twitch-Support, wenn die mal antworten. Ja, mich haut das regelmäßig raus, aber ich bleibe trotzdem hier. Sag mal, haut es dich bei Matze auch raus? Und bei anderen oder nur bei mir? Nicht, dass es an meinem Channel liegt, dass der irgendwie Probleme hat, irgendwie verpackt ist oder so. Weil, ganz ehrlich, auf Hitbox hatte ich keine Probleme. Ja, auf Hitbox haben wir auch wieder andere Probleme. Und es gibt für Hitbox keine ordentliche Handy-App. Dann könnte Korax nicht mehr gucken, weißt du? Und dann, na gut, ich meine jetzt Dingens, Blackjack, der guckt keine Streams mehr, der spielt mehr Elite als der Streams guckt von mir. Der war, glaube ich, vor ein paar Wochen mal das letzte Mal hier im Stream, aber sonst nie mehr im Stream gewesen. Aber nur bei dir soweit. Oh Gott. Okay. Entweder liegt es an den Servern, auf denen ich bin, oder es liegt an meinem Twitch-Kanal an sich. Ich habe eine Handy-App für Hitbox. Ja, ich will es aber nicht schon wieder auf Hitbox wechseln, weil bei Hitbox habe ich selber auch Probleme. Da funktioniert der, die habe ich nur wegen dir mal geholt.